Adele Schopenhauer war eine individuelle Frau in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und sie hat sich hier einen eigenen individuellen Weg als Autorin, Publizistin, Literaturkritikerin und Künstlerin auch selber autodidaktisch, muss man auch sagen, gemacht. Das hat mir sehr fasziniert. Die Tagebücher, die sie in jüngeren Jahren geschrieben hat, die zeigen sie als scharfe Beobachterin, aber auch als sehr sentimentale und unglückliche Person. Aber sie ist in ihrem persönlichen Bereich eine sehr mutige Frau, weil sie wird immer ihr Lebensglück suchen. Sie war fasziniert von exotischen Welten, von romantischer Poesie und sie hat sofort eine Übersetzung von einem indischen Mythen von Schlegel in einen Scherenschnitt, in einen, diese wunderschöne Scherenschnitt verkörpert, verbildet. Das Riechfläschchen ist aus dem Besitz von Sibylle Mertens Schaffhausen. Es war ein Geschenk von Adele Schopenhauer und es zeigt für uns den engen Bezug zwischen Adele Schopenhauer und Weimar, denn darauf ist das Gartenhaus Goethes abgebildet.